So, ich glaube, jetzt kommen wir mal der Lösung näher mit Microsoft und diesen ganzen Sperren. Also, ich versuche gerade in einer VMware-Box eine Notversion Windows zu installieren, die ich auf Linux laufen lassen kann. Weil bestimmte Programme auf Linux, wofür ich eine Lizenz habe, kann ich unter Linux nicht laufen lassen. So, und da gibt es ja die Möglichkeit, ein Image hier runterzuladen. Ja, Download Windows 11. Und ich habe ja eine Windows-Lizenz und von der Seite her ist das ja gar kein Thema. So, jetzt wähle ich hier aus. Herunterladen und ich habe installiert Deutsch und wenn ich Deutsch anwähle, ja, bestätigen, dann kriege ich eine so, also jetzt auf einmal geht das plötzlich wieder. Vielleicht weil ich hier eingeschaltet habe, also man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht, also eben bin ich abgelehnt worden. Ja, es wäre für juristische Personen und so weiter nicht möglich. Aber jetzt geht es dann plötzlich wieder, ohne dass ich was geändert habe. Also mal geht's nicht. Ich habe jetzt keine VPN-Verbindung. Ja, das ist also gelb. Ich habe jetzt eine ganz normale Verbindung hier aus Spanien. Ich nutze eine deutsche, beziehungsweise ich habe das Produkt in Spanien erworben, ja, und nutze aber die deutsche Sprache, weil ich bin nun mal Deutscher und spreche am liebsten Deutsch. Und es ist auch mein Recht in Europa, so zu verfahren. So, jetzt wollen wir mal gucken, 64-Bit Download, ob es denn jetzt macht. Tatsächlich hat er das jetzt in die Download Queue eingeladen. Also ich wollte es euch zeigen, es ist offensichtlich, sperrt hier Windows oder Microsoft aufgrund von irgendwelchen Herkünften da die Verbindung. Das ist natürlich eine Sache, die eigentlich nicht in Ordnung ist. Ja. Also, gut, müssen wir jetzt abwarten. Ich kriege jetzt also die Version nochmal runtergeladen. Also jetzt funktioniert das. Aber ihr habt ja gesehen, ich hatte das, glaube ich, noch rechtzeitig am Anfang gesehen. Am Anfang habt ihr das ja gesehen. Ich habe eine Ablehnung bekommen zuerst. Ja, und das ist schon ein Hammer. Sogar für juristische Personen. Also also für Normalverbraucher und auch für juristische Behörden. Also da muss man sich mal echt an den Kopf fassen. Das muss man mal irgendwie wieder verbreiten. Ja, fahren richtig. Ja, also der Text geht verloren. Das mag an diesem Browser liegen, aber das glaube ich gar nicht mal. Auf jeden Fall wird es also unter bestimmten Umständen verhindert. Ja, also jetzt auf einmal läuft es ja. Ihr habt es ja eben gerade gesehen. Ja, ich habe aber nichts geändert an den VPN-Einstellungen. Also ich muss so und so für manche Dienste, die ich nicht nutzen kann bei Microsoft, muss ich hier in Spanien ein VPN einschalten. Das nervt mich ohne Ende. Ja. Das Problem existiert seit Anfang Oktober. Da habe ich dann das erste Mal das gefunden. Ich habe ja bereits in diversen Videos darüber informiert. Ja, also das Problem wird also noch verschlimmert. Deswegen ist mein Entschluss, auf Linux zu arbeiten, nach Möglichkeit.
der Beste. Aber ab und zu brauche ich auch mal Windows und ich habe keine Lust, immer mit dem Dualboot umzusteigen und dann wieder per Dualboot mit der Windows-Session greift womöglich Windows dann wieder auf meine Laufwerke, scannt die dann ab und macht da mögliche Verbreitung nach Amerika und da habe ich einfach keine Lust zu. Ich hoffe, dass die bald eine hohe Strafe kriegen, dass das in der EU unterbleibt und dass die Microsoft sich auch an die Datenschutzgrundverordnung hält und das tut sie nämlich im Moment jetzt nicht. Na gut, okay, das war's dann erstmal wieder.